Apres-Ski. Ja, Apres-Ski, das Wichtigste. Genau. Hier, Käsefondue. Geht's los? Einen wunderschönen guten Morgen aus der Jungfrau-Region in der Schweiz. Ich bin gerade an der Bergstation Firth und nehme euch die nächsten Tage ein bisschen mit auf meine kleinen Abenteuer hier in der Region. Denn hier kann man deutlich mehr machen als nur Skifahren. Und was, das zeige ich euch in den nächsten Tagen. Für das erste Highlight brauchen wir auch gar keine Skier, denn das ist nämlich hier der Cliff Walk, der hier direkt am Abhang ist, sogar überhängend. Selbst bei schlechtem Wetter ist die Aussicht einfach nur Hammer. Jetzt geht's los zum Skifahren. Das ist mein Skilehrer, der Hans Süli, und der zeigt mir jetzt das Skigebiet. Zumindest das, was man bei dem Wetter so gut fahren kann. Ne? Wir machen das Beste draus. Ja, zum Glück gibt es Schnee und das gibt eine gute Basis für den Rest des Winters. Das stimmt wohl. Wenn wettertechnisch nichts mehr geht, Après-Ski geht immer. Yes. Yes. Und jetzt Käsefondue. Aus Grindelwald. Ich befinde mich gerade auf der kleinen Scheidegg und fahre jetzt mit diesem coolen Zug hier hinter mir auf das Jungfraujoch, also das Top of Europe. Noch ist es ziemlich bewölkt, aber ich hoffe, es wird noch ein bisschen aufklaren und ich freue mich auf einen super tollen Tag wieder hier. Allein die Zugfahrt entlang der berühmten Eiger Nordwand ist schon alleine eine Reise wert. Wir haben es geschafft, und zwar auf den Gipfel des Jungfraujochs auf 3571 Metern. Natürlich ist das Jungfraujoch kein wirklicher Gipfel. Es handelt sich vielmehr um den Verbindungsgrat zwischen den beiden Bergen Mönch und Jungfrau. So, ich bin jetzt im Inneren vom Eispalast hier oben auf dem Gletscher. Und das ist also quasi im Gletscher. Es ist einfach mega. Grindelwald aus fahren wir mit dem Zug entlang des Brienzer Sees in das Skigebiet Meiringen-Hassliberg. Natürlich wieder atemberaubende Panoramen inklusive. Dritter und letzter Stopp auf unserer Tour durch die Jungfrau-Region ist das Skigebiet Meiringen-Hassliberg. Das ist super auch für Anfänger oder Fortgeschrittene so wie mich, weil es gibt viele breite Pisten. Und jetzt geht's los! Das war's. Die drei Tage in der Jungfrau-Region sind vorbei. Wir hatten eine super Zeit und jetzt machen wir noch ein bisschen Après-Ski. Après-Ski, das Wichtigste. Genau. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder. Abonniert unsere Kanäle oder schaut bei Steve noch vorbei auf seinem Kanal. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.